Hallo zusammen, ich bin Volker von Leitkompakt. Ich möchte euch heute einen cleveren Lautsprecher vorstellen, die 8C des niederländischen Herstellers Dutch & Dutch. Abgesehen von einem Zuspieler hat diese aktive Box alles im Petto, was man zum Musikhören braucht. Einen Verstärker, einen Digital-Analog-Konverter, um digitale Files zuspielen zu können, und einen Soundprozessor für die Klangoptimierung und die Raumanpassung. Damit sind wir bei der Kardinalfrage. Wie würde denn dieser Lautsprecher bei mir zu Hause klingen? Dafür müsste ich sie natürlich in meinem Zimmer haben und sie müsste an meinen Raum angepasst sein. Und genau das ist möglich. Ich kann die 8C als Testpaket ausleihen, ich kann sie an meinen Raum anpassen lassen und so in Ruhe und in der gewohnten Umgebung hören. Dieses Testpaket kann man sogar online bestellen. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben uns von CM Audio die Dutch & Dutch 8C mit allem nötigen Zubehör bestellt. In den großen Flight Cases stecken die beiden Lautsprecher. In der einen kleinen Box finden wir zwei Netzkabel für die Stromversorgung der Lautsprecher, zwei LAN-Kabel und ein LAN-Switch für die Netzwerkanbindung der Boxen und dazu das Equipment für die Raumanpassung, ein Messmikro samt Stativ und Anschlusskabel, ein Audio-Interface mit USB-Kabel sowie ein Notebook samt Netzteil. Keine Sorge, dieses Equipment muss man nur aufbauen und anschließen. Die Einmessung erledigt CM Audio. Die andere kleine Box beinhaltet zwei Lautsprecherständer von Liedtke. Hier hat CM Audio mitgedacht und liefert gleich eine amtliche Aufstelllösung für Kompaktlautsprecher mit. Schauen wir uns die Dutch & Dutch 8C mal näher an. Dieser Schallwandler löst das übliche Aufstellungsproblem von Lautsprechern, denn normale Boxen beschallen uns einerseits auf direktem Weg, andererseits strahlen sie den Schall auch in Richtung aller Wände ab. Dies führt zu Reflexionen von allen Seiten des Raums. Am Hörplatz erreicht uns schließlich eine Mischung aus dem gewünschten Direktschall und dem teilweise störenden Raumschall. Deshalb setzt die 8C auf optimale Schallführung und gezielte Vermeidung von Reflexionen. Durch die Waveguides der geschwungenen Front wird insbesondere die Abstrahlung des Hochtöners verbessert. Die 8C liefert deshalb auch außerhalb des Sweet Spots einen Klang ohne Verfärbung. Für den Mitteltöner hat Dutch & Dutch eine weitere pfiffige Lösung in petto. Das Gehäuse der 8C besitzt auf beiden Seiten Öffnungen. Hier treffen sich der Schall aus der Box und der Schall, den der Mitteltöner nach vorn und nach allen Seiten abgibt. Beide Schallanteile löschen sich hier weitgehend aus. Deshalb strahlt die 8C keine Mitten nach hinten ab. Es gibt also keine Reflexionen, die den Klang verschlechtern. Durch diesen Kniff kann man die Lautsprecher auch wandnah aufstellen. Und das sollte man sogar, denn auf der Rückseite der 8C sitzen zwei Subwoofer. Sie strahlen also in Richtung Wand und bilden mit ihr ein akustisches System für die Basswiedergabe. Die 8C nutzt in diesem Fall also den Raum als Verstärker. Hinzu kommen ihre eigenen elektrischen Kraftwerke. Die eingebauten Class-D-Verstärker liefern in Summe satte 1000 Watt. Zugespielte Musik nimmt die 8C über eine XLR-Buchse entgegen. Diese Kombibuchse funktioniert als symmetrischer Eingang im Analogen und als AES-3-Schnittstelle im Digitalen. Das sind die Goldstandards bei der Signalzuführung. Allerdings, AES ist begrenzt. Über diesen Standard ist nur PCM bis 96 kHz und 24 Bit möglich. Für die LAN-Anbindung besitzt die 8C noch eine RJ45-Buchse. Diese Netzwerkverbindung braucht man aber nicht für den Spielbetrieb, wohl aber für die Klangeinstellung und für die Raumeinpassung. Diese Anpassung überlässt man dem Fachhändler. Denn für die Optimierung braucht man ein Einmesssystem und Know-how.
Beides stellt sie im Audio mit dem Testpaket zur Verfügung. Das Equipment ist mit wenigen Handgriffen aufgebaut. Das Mikrofon wird am Hörplatz auf die Boxen gerichtet, dann verkabeln wir das Mikro mit dem Eingang des Audio-Interface. Vom Interface führen wir Signalkabel zu jedem Lautsprecher und stecken sie in die XLR-Buchse. Mit dem Set-Schalter stellen wir den Eingang auf die richtige Betriebsart ein. Nun schließen wir noch jede der Boxen an unser Netzwerk an. Schließlich verbinden wir das Audio-Interface per USB-Kabel mit dem Notebook. Damit ist der Aufbau fertig. Und für alle Fälle hat CM Audio eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf dem Notebook hinterlegt. Wir binden den Rechner nun in unser WLAN ein und rufen dann den Browser auf. Hier werden beide Lautsprecher nun angezeigt. Unter Musik-Test-Track finden wir ein Audio-File. So können wir prüfen, ob alle Komponenten zusammenspielen. Mit einem Klick auf Fernwartung starten wir nun die Kommunikation mit dem Fachhändler. Wir gewähren ihm für die Dauer der Einrichtung Zugriff auf unser Netzwerk und nun übernimmt er aus der Ferne die Raumeinmessung. Das geht mit einem sogenannten Frequenz-Sweep. Das Referenzsignal wird über die Boxen geschickt, vom Mikrofon aufgenommen und der Vergleich von Referenzsignal und aufgenommenem Signal zeigt, wo eine Klanganpassung nötig ist. Diese Klangeinstellungen werden nun vom Händler vorgenommen. Noch ein zweiter Frequenzsweep zur Kontrolle. Und fertig ist die Raumeinmessung. So spielt die 8C von Dutch & Dutch perfekt abgestimmt in eurem Raum. Ihr könnt sie nun unter optimalen Bedingungen ausprobieren. Wo ihr das Testpaket bestellen könnt, erfahrt ihr in der unten stehenden Beschreibung. Dort findet ihr auch meinen ausführlichen Testbericht. Das war es mal wieder von mir und von Lightcompact. Über ein Like würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal.